Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinterm Mikrofon, euer René. Wir sind beim letzten Mal bei Project Harris hier gestrandet, bei unserer zweiten Tageszusammenfassung. Und ja, was soll ich dazu nur sagen? $800 Gesamtausgaben, $185 Einnahmen, das war vom gestrigen Tag hier. Wir schauen uns das Ganze für den heutigen Tag an und da haben wir ein Plus von $10 pro Tag stehen. Ich entschuldige mich, dass ich gelacht habe, weil, ja, ne, also, $10. Wo soll das hinführen? Wir brauchen auf alle Fälle viel mehr Büros. Wie kriegen wir das hin? Wir erweitern das Ganze. Ich gehe hier gleich erst einmal vorarbeiten. Das heißt, ich gehe mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal geht's in diese Richtung. Und viermal in diese Richtung noch. 1, 2, 3, 4. Dann denke ich schon mal mit. 1, 2, 3. Für Abfallbehälter und Recyclingbehälter. So, dann denke ich nochmals mit. Denn ich weiß, ich werde mir die hier etwas anders setzen gehen. Ich möchte die hier nicht so nahe an diesen Büros haben. Ich möchte die Büros alle beisammen lassen. Ne? Also gehe ich hier mal jetzt in die Ströme rein. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. So, ich setze mir hier den Strömkasten rein. Verbinde das Ganze hier mit diesem hier und gehe mit den hier rauslöschen. So, dann gehe ich das Ganze mal hier beschleunigen, dass er hier was gemacht wird. Ne? Und damit ich hier schon dann die nächsten ersten Büros wieder reinsetzen kann. In der Zwischenzeit kann ich hier mal schon mal die Stromleitungen noch fertig legen, die ich benötigen werde. Prinzipiell könnte ich hier auch Stromleitungen in diese Richtung legen, weil da in dieser Richtung kommen dann die Apartments rein. Dann setze ich mir hier die nächsten kleinen Büros her. Und hier auch noch eines. Ups. So. Und gehe das Ganze auf langsamer mal Stufe weiterfahren. Denn jetzt schaue ich mir das hier mal an und die hier, die brauchen Stromanschluss. Die Anwälte, Rechtsanwaltskanzlei braucht Stromanschluss und erwartet einen Kurierdienst. Wir gehen wieder in die Dienste, in die Bürodienste und holen uns einen Kurierdienst.
In das zweite Untergeschoss hier. Bitte schön. Möchte ich jetzt natürlich sehen. Es gibt natürlich dann auch andere noch. Zeige ich euch alles noch. So. Dann gehen wir hier auf Rechtsanwaltskanzlei. Braucht Strom. Holen wir uns rein. Was braucht die nächste? Die braucht Strom und Telefon. Strom und Telefon? Nur Strom. Holen wir uns mal den Strom. So, was haben wir da? Die benötigt nur Strom. Diese hier, Moment. Steuerberater braucht nur Strom, Kurierdienst und Kopierservice. Und dieser Wirtschaftsprüfer, der verlangt Strom, Telefonanschluss, Kurierservice, also Kurierdienst und Kopierservice. Und zusätzlich noch benötigen die eine größere Auswahl an Restaurants mit Schlemmermeile. Wollt ihr mich verkackeiern? Wollt ihr mir wirklich sagen, dass ihr unbedingt mehr Restaurants haben wollt? Baue ich euch natürlich dann. Aber holen wir uns erstmal nur den Stromanschluss. Haben wir da noch einen nur mit Stromanschluss und oh, sogar zwei. Dann machen wir das hier mit nur Stromanschluss und lassen das Ganze hier ein bisschen schneller vorwärts laufen. Wir wollen ja hier was sehen und nicht nur blöd herumreden und herumlabern. Ihr merkt es mit Sicherheit auch schon. Ich hantiere da hier nur noch mit dem Mikrofon immer wieder um und um. Das ist ein Spiel, wo ich mich nicht wirklich konzentrieren muss, wo ich ab und zu mal da reingehen muss. So, gehen wir mal auf langsamen Durchlauf, auf normalen Durchlauf, ne? Was die da so alles treiben, ne? Also, wie man schon sieht, ich bin hier am Planen. Ich plane mir, ich überlege mir, ich lasse hier auch Zeit vergehen, damit hier nicht alles auf einmal kommt. Ne? Was ja auch auf jeden Fall schon mal wichtig wäre, wäre zum Beispiel dann hier, dass wir uns schön langsam auch um eine Telefonanlage vielleicht kümmern würden, weil die nächsten Mieter, die wollen auch alle Telefon bei sich haben und ja, wir wissen, ein Telefon geht nicht ohne entsprechende Telefonanlage oder Telefonanschlüsse, die im Keller verbaut sind. Wir schauen uns aber erstmal den Strom hier an und da steht hier Produktion insgesamt. Produktion. Produktion. 10. Und Verbrauch auch 10. Das heißt, der Transformator ist einmal schon über drüber ausgelastet. Da werden wir uns einen zweiten Transformator dazu holen, den ich allerdings hier mit ranbauen möchte. So. Holen wir uns einen zweiten kleinen Transformator erstmal dazu. Und wenn wir da schon dabei sind, holen wir uns auch gleich mal eine der Telefonanlage mit rein. Die kostet. Die hat dann hier auch Möglichkeit für 10 Telefonanschlüsse. Momentan ist noch nichts angeschlossen. Noch kein einziger Telefonanschluss vonnöten gewesen. Aber immerhin. Ja, und wie man sieht, die Mieter, die wollen immer mehr und mehr und mehr haben. Ist auch im richtigen Leben so. Ich meine, ein kleiner Versicherungsmakler braucht vielleicht mal einen Stromanschluss, damit er irgendwie am Computer tipseln kann. Oder das Licht einschalten kann. Ein großes Versicherungsbüro, ein riesengroßes, braucht
Stromanschluss für ihre 100.000 Computer, die da drinnen stehen, ne? Telefonanschlüsse, damit die Mitarbeiter herumtelefonieren können und und Internet natürlich, ne? Wasser zum Ende waschen, keine Ahnung, was noch alles. Kommt alles. Werden wir alles sehen. So. Wir lassen hier mal die Zeit schneller vorspulen, dass wir hier noch ein zweites Stockwerk hochsetzen. Ein zweites Stockwerk geht hoch. Hier geht ein zweites Stockwerk hoch. Mein Gebäude wächst und wächst und wächst. Gen Himmel. Berührt die Wolken und kratzt daran. Ich sollte aufhören zum Dichten. So, wir haben hier gleich mal unseren nächsten Cashflow. Ja, und ja, ne, ja, wir sind schon wieder im Minus. Wir machen schon wieder miese. Ist mir aber wurscht. Langsames Vordrehen bitte. So, zuerst kommt hier dieser Bereich hier hoch. Dafür sind ja die Stiegen schon vorbereitet. So, wir machen wieder nur diesen Bereich hier. Bauen hier aber auch gleich wieder eine Stiege für fürs nächste Geschoss ein. Wir werden mit den Stiegen jetzt so ungefähr 3-4 Stockwerke hochbauen. Und dann werden wir uns Aufzüge zulegen. Warum verwende ich nicht gleich am Anfang Aufzüge? Weil diese sehr teuer sind. In der Anschaffung und im Unterhalt. Und aus diesem Grunde, nein, lieber nicht. So. Wir wissen, wir brauchen eine weitere Schlemmerecke. Damit die sich nicht allzu sehr zusammenmixen, ne? Werden wir hier mal bam, die hier reinsetzen. Dann werden wir hier schon die nächsten Büros reinsetzen. Und dann fällt mir ein, ich brauche einen Verteilerkasten und Stromanschlüsse und selbstverständlich auch Telefonanschluss. Den legen wir hier auch schon rein. So. Vorbereitung von den nächsten Büros hier. Gehen wir mal auf langsame. So. Und sie sind zufrieden und sie sind glücklich. Wir nehmen uns das Haar. Das hier und das hier. Eines nach dem anderen. Und wir warten. Wir warten hier ab, wie es hier weitergeht. Und Sie haben soeben ein Rating von 1 Stern ansehen. Oh, wow. Das ist ein großer Schritt Richtung Ruhm und Ehre. Ja. Soll ich jetzt lachen? Hier kann ich jetzt schöne Wände platzieren. Und was noch freigeschalten ist, ist dann das Café. Das Café. Aber wir gehen weiter. Wir schauen uns das Ganze mal aus dieser Perspektive an. Wir wollen natürlich, ja, die beiden Büros sind auch fertig. Wir wollen natürlich jetzt ja noch diesen Abschluss abwarten. Mal sehen, was uns dieser Tag bringt.
ob Plus oder Minus. Im Moment sind wir an unserem Ziel noch nicht ganz drauf. Die tägliche Mitchell habe ich noch nicht drauf. Schauen wir mal. Und es ist soweit. Und wir haben es geschafft. Wir haben das tägliche Mitziel erreicht. Warum gucke ich so blöd? Unser tägliches Mitziel haben wir erreicht. Wir haben für den Auftrag $500 Vergütung erhalten. Und ja, wir gehen in Pause. Schauen uns hier nochmal ganz kurz das hier an. Wir haben hier mit Einnahmen $1.475 und die Betriebskosten liegen bei $1.020. Sonstige Einnahmen haben wir 500. Sonstige Aufwendungen bis jetzt 0. Ergibt in Summe summarum ein Plus von $455 pro Tag. Ich würde sagen, ich beende hier an dieser Stelle diese Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, wo wir dann weiterbauen. Mal schauen, in welche Richtung das gehen wird. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentare, Mitteilungen und sonstiges, Beschwerden, Wünsche, Anregungen runter in die Kommentarbox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Gerne den nächsten Stern bekomme ich hier mit 20 Mann Belegschaft. Mhm. Belegschaft habe ich dann hier stehen. Und hier unten habe ich dann noch die Besucher stehen, wie viele Besucher.